Es gibt normale 3D-Drucker, es gibt 3D-Drucker für Häuser, es gibt sogar 3D-Drucker für Fleisch und von Kokoni gibt es jetzt auch einen 3D-Drucker für Kinder. Also nicht zum Kinderdrucken, sondern für Kinder zum Drucken. Jetzt ist natürlich klar, dass Kinder keine geborenen CAD-Designer sind und irgendwie selbst Modelle designen und übertragen und sich mit Programmen auseinandersetzen und die meisten Eltern wahrscheinlich auch nicht. Deshalb soll bei dem Kokoni EC2 alles richtig easy über eine App funktionieren. Man könnte sogar sagen, es ist kinderleicht. So leicht, wie die Installation an sich übrigens auch ist. Einfach hinstellen, einstecken, anschalten. Und das Gerät läuft. Jetzt in der App noch WLAN-Name und WLAN-Passwort eingeben, verbinden und wir können drucken. Ich würde sagen, wir gucken uns mal an, was wir alles drucken können. In der App gibt es viele verschiedene kleine Spielereien. Zum Beispiel kann man aus einem Foto von einer Person ein 3D-Modell machen und das dann ausdrucken. Aber ob der hier jetzt aussieht wie ich, ich überlasse es mal euch. Ein bisschen Fantasie braucht man da schon. Oder man könnte ganz viele Fotos von einem Gegenstand machen. Und die App erstellt daraus ein 3D-Objekt, was man ausdrucken kann. Theoretisch, weil es funktioniert genauso gut wie die Option, dass man einfach was zeichnet und daraus entsteht ein 3D-Objekt. Nämlich gar nicht mal so gut. Hauptsächlich wird man vor allem mit Kindern in der riesigen Bibliothek von Kokoni selbst unterwegs sein. Da gibt es wirklich unzählige Modelle von kleinen süßen Dinos über Butterfly-Messer. Der Versuch, ein Butterfly-Messer zu drucken, ist übrigens so geendet. Dazu kommen wir aber gleich. Es gibt aber auch praktische Sachen, wie zum Beispiel Wäscheklammern. Und natürlich kann man auch all seine Figuren, zum Beispiel mit den Stiften von Kokoni, bunt anmalen. Und an der Stelle auch nochmal danke an Kokoni, dass sie mir den Drucker für das Video zur Verfügung gestellt haben. Lasst gerne mal ein Like für das Video da und abonniert auch den Kanal, wenn ihr keine Technikvideos von mir mehr verpassen wollt. Wem das nicht reicht, der kann auf der Webseite von Kokoni eigene Modelle in seinen Account hochladen. Egal, ob jetzt von Printables oder Thingiverse runtergeladen oder halt selbst in der CAD-Software designt. Euch stehen da wirklich alle Türen offen. Man kann damit auch als Erwachsener, denke ich, Spaß haben, wenn die Kinder gerade mal nichts drucken wollen. Und man kann sogar in der App selber modellieren, also man braucht nicht eine extra CAD-Software am Computer. Man kann jeden Gegenstand, den man hat, zerren, neigen, drehen, größer, kleiner machen und auch andere Objekte parallel hinzufügen und weiter bearbeiten. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber es macht tatsächlich auch ein bisschen Spaß. Und ich habe mir zum Beispiel einen kleinen Ständer für mein Notizbuch auf dem Schreibtisch damit gebaut. Okay, alles schön und gut, was in der App so abgeht, aber wie läuft das jetzt mit dem Filament? Das Filament ist hier hinten in dem kleinen Rucksack und wenn man das wechseln möchte, muss man einfach bei dem neuen Filament einen QR-Code scannen, kurz warten und schon kann man hier wirklich mit zwei, drei easy Handgriffen diesen Rucksack hier hinten abmachen und die neue Sorte dran machen. Von Kokoni selbst gibt es in diesem Rucksäckchen 8 verschiedene Sorten. Es gibt natürlich viel, viel mehr Filamentsorten als das auf dieser Welt. Es gibt Glitzer, es gibt Chromeffekt, es gibt ganz andere Farben, matt, glänzend, was auch immer. Und wenn man die benutzen möchte, dann muss man ein bisschen rumschrauben. Prinzipiell richtig easy, einfach auf der Rückseite von diesem Rucksäckchen alle Schräubchen rausdrehen, an der Seite eine kleine Schraube ein bisschen lockern und schon kann man das Ganze aufklappen, das alte Filament rausholen und Filament von einem anderen Hersteller mit einer anderen Farbe hier auf der Unterseite einfädeln. Jetzt einfach das Schräubchen an der Seite wieder festziehen, den Rucksack hinten in den 3D-Drucker machen, befestigen wie gewohnt und schon kann es losgehen mit so ziemlich jeder PLA-Filamentsorte, die man halt so kaufen kann. Finde ich ziemlich geil. Und druckt der 3D-Drucker jetzt gut? Nein. Prinzipiell druckt er richtig schön und gut, auch ohne Supportstruktur und es ist tatsächlich egal, ob man jetzt niedrige, mittlere oder hohe Druckgenauigkeit auswählt. Das nimmt sich in der Detailgenauigkeit gar nicht so viel und auch nicht in der Zeit. Deswegen wähle ich direkt immer normal oder hoch aus. Wenn man jetzt aber großflächige Sachen druckt, also mit einer großen Grundfläche, wie zum Beispiel das hier, wölben sich die Drucke teilweise. Das ist Warping, das ist bekannt in der 3D-Druck-Community, also der Drucker ist jetzt nicht der einzige Drucker, der das hat, sondern es gibt auch viele andere Modelle, bei denen sich die Drucke wölben. Ich habe einfach mal Kokoni geschrieben und gefragt, was kann man da machen? Die meinten, zum einen soll man gucken, dass dieses magnetische Druckbett hier immer
wirklich korrekt und gerade installiert ist. Dann sollte die Tür zu sein, damit da drin eine konstante Temperatur ist. Und es wird auch noch so ein blaues Klebepapier mitgeliefert. Das kann man auf das Druckbett kleben für noch ein bisschen mehr Haftung. Aber auch das ist keine Garantie. Selbst damit hat sich das teilweise gewölbt. Es gibt da noch ein paar Tricks mit irgendwie Klebestift oder sowas. Muss man halt ausprobieren. Es bleibt aber trotzdem immer ein gewisses Risiko bei großen Sachen. Manche wölben sich auch gar nicht, wie zum Beispiel das hier oder mein Hogwarts-Schloss ist auch vollkommen in Ordnung. Also kann man prinzipiell sagen, solche Figuren oder kleine Sachen kann man richtig gut drucken, auch ohne Supportstruktur. Großflächige Sachen haben immer das Risiko, dass sie sich wölben. Und das Chaos, was ihr übrigens vorhin beim Butterfly-Messer gesehen habt, gehört bei 3D-Drucken halt leider irgendwie auch dazu. Gerade wenn in den ersten Minuten was schief geht, dann druckt der Drucker für die nächsten 7 Stunden einfach durch die Luft und dann gibt es genau so ein Chaos. Das heißt, einfach mal gerade in den ersten Minuten dabei bleiben und sonst mal regelmäßig reingucken, dass man rechtzeitig abbrechen kann. In den allermeisten Fällen druckt der Drucker aber ohne Probleme. Okay, fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Für 224 Euro bekommt man hier einen kleinen süßen 3D-Drucker, der wahrscheinlich auf die allermeisten Schreibtische passt oder sogar ins Regal und ziemlich leicht zu bedienen ist. Klar, für das gleiche Geld kriegt man jetzt auf Amazon auch schon größere Drucker. Die sind aber nicht so pillepalle zu bedienen, brauchen mehr Platz, bieten aber natürlich auch viel, viel mehr Möglichkeiten. Wenn ihr euch also voll in das 3D-Druckthema reinstürzen wollt, euch damit auseinandersetzen wollt, wie connecte ich, wie drucke ich, wie mache ich das und das am besten und große Sachen drucken wollt, dann ist der nichts für euch. Wenn ihr aber Bock auf einen 3D-Drucker habt, um einfach mal kleine Sachen zu drucken, Sachen für Kinder oder mal nützliche Sachen für den Haushalt, ohne groß Gehirnschmalz zu brauchen, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall mal angucken. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch übrigens den Abo-Button, falls ihr den noch nicht gedrückt habt. Und an der Stelle, danke fürs Zugucken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!